Nichts geht mehr, wie hier auf dem Hauptbahnhof in Dresden. Laut Bundespolizei wurden durch Kabelbrände Signalanlagen der Deutschen Bahn zerstört. Die Ermittler gehen von gezielter Fremdeinwirkung aus. Betroffenheit und Unverständnis macht sich unter den Reisenden breit. Also ich finde, das ist diese Chaoten oder ich würde sogar sagen Terroristen, die so Sachen machen, das sind erstmal gehirnlose Typen. Entweder waren das irgendwelche Spinner, die sich einen Spaß draus machen, oder es war eben doch was Gezieltes, das muss man wahrscheinlich dann sehen. Mittlerweile hat sich das operative Abwehrzentrum der Polizei eingeschaltet, zuständig für die Aufklärung extremistischer Straftaten. Hinweise auf die Täter gibt es noch nicht. Reisende, wie hier in Leipzig, müssen weiter Geduld haben, sich auf Zugausfälle, Verspätungen und Umleitungen einrichten. Zum Teil ist Schienenersatzverkehr organisiert. Viele kommen nicht pünktlich zur Arbeit. Ich wollte um 6 von Leipzig nach Dresden fahren, weil ich da arbeite, und dann ist der Zug ausgefallen. Die Leute, die suchen natürlich das Personal auf, die da aber auch Auskunft geben. Und nee, alle gucken eigentlich auf den Weg, dass sie weiterkommen. Ja, das ist eine Riesensauerei. Da kann man nur hoffen, dass sie die Leute finden und die da natürlich auch zur Rechenschaft gezogen werden. Es wird von einer Serie von Anschlägen ausgegangen. Staatsschutz und Kriminalpolizei ermitteln deutschlandweit. Auch im Norden stehen Bahnen zwischen Hamburg und Lübeck still. In Berlin sind zahlreiche S-Bahn-Linien betroffen. In Nordrhein-Westfalen die Strecke Dortmund-Bochum.